Also, wir stellen euch heute unser Haus vor, das im Bauhausstil gebaut wurde. Wie man sehen kann, es ist sehr hell und hat viele große Fenster. Wenn man durch die Eingangstür geht und nach links geht, kann man das Bad betrachten mit einer Dusche, einem Bad, Toilette und Waschbecken, was alles so halt im Bad ist und ist halt sehr hell gehalten und mit großen Fenstern. Wenn man jetzt in den Flur nach rechts geht, kommt man zur Küche, wo alle ja, Küchengegenstände eigentlich drin sind, so Herd, den Tisch und Kühlschrank und so, und halt auch wieder große Fenster, dass man viel von draußen sehen kann. Wenn man dann weiterläuft, kommt man zum Wohnzimmer mit Fernsehen, ein Aquarium, Glastisch. Halt alles, was in dem Wohnzimmer ist. Und in der Ecke sind auch noch Bücher, die man lesen kann. Wenn man dann die Treppe hochgeht, kommt man weiter zu unserem Garten, wo halt Möhren, Karotten, halt Kartoffeln und so angebaut sind. Dann kann man wieder ins Haus gehen und man kann das Schlafzimmer betrachten, was die Eltern benutzen, mit Regalen und so. Wenn man dann rechts geht, kommt man zum Kinderzimmer, wo ganz viele Hunde drin sind, die mit den Kindern dann spielen und einer auch im Wagen ist und wo das Kinderbett drin ist. Wenn man dann wieder runter geht, kann man dann auch noch rausgehen zur Veranda. Dann sieht man, ja, kann man viel Grünes betrachten und Hühner und einen Hühnerstall und halt einen Grill und wo man sich viel hinsetzen kann. Das war alles, was man zum Haus sagen kann.